Da knallert einer Musik rein. Ich habe die nicht verstanden, David. Okay, ich habe jetzt nichts gehört. Also ich habe es im Protokoll wieder hinterlegt, meine Kontaktdaten, alles. Und es geht halt um dieses Online-Magazin Occupy99.de. Und habe jetzt gerade noch die Facebook-Gruppe gepostet, für um dort ein bisschen was zu machen. Ich weiß es nicht, das ist... Ja, genau, also wir sind momentan noch ein bisschen am Probieren mit Werbung hier, Google und Amazon und so. Also irgendwie war heute Mittag auch der Sarrazin-Buch drin, da müssen wir unbedingt gucken, dass das rauskommt. Da sind wir noch dran dann, ne? Aber ich muss jetzt leider weg. Also meine Kontaktdaten stehen noch alle wieder hier im Protokoll dann, ne? Okay, danke dann, ne? Jo, danke auch dir für den Hinweis. Jetzt muss ich aber wirklich ganz stark mich konzentrieren. Ich glaube, Videotonale, Thomas, dein Einwand war jetzt noch relevant gewesen. Ja, ich wollte nur, weil ich auch nicht mehr so lange hier sein kann, ja, Ort und Zeit. Ort und Zeit, sagt er. Und dann Gullitaucher mit dem nächsten X. Gullitaucher? Du hattest ein X gesetzt noch, der ist jetzt dran? Ne, ich hatte ja gesagt, dass sich das dann aufs nächste Thema bezieht. Ach so, okay, alles klar. Gut, dann machen wir weiter. Wenn jetzt Paulette nicht weiter was sagt, was ich nicht gesehen habe, dann mit den Herrn Ralf Sommer, genau. Ich habe auch mal eine Konsensierung angelegt auf konsensieren.eu. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das mit beide machen so. Dann habt ihr einmal Mehrheiten und einmal mit Widerständen gemessen so. Das funktioniert so, dass man da eine Zahl von 0 bis 10 einträgt. Also ihr könnt alle Vorschläge machen, heute und morgen, und auch heute und morgen bewerten. Da kann dann jeder Vorschläge machen und die Vorschläge der anderen bewerten. Und Link kommt gleich. Und dann ja, wird eben in 2 Tagen, bis da dann, wenn da jeder mal mitgemacht hat, also ich erkläre genau, 0 bis 10 müsst ihr eintragen so, und das sind eben die Widerstände. Also wenn ihr es gar nicht wollt, den Vorschlag, dann gebt ihr eine 10 ein. Wenn ihr total einverstanden seid damit, dann gebt ihr eine 0 an. Also ihr gebt dann einfach euren Widerstand an, wie sehr ihr dagegen seid. Von 0 bis 10 so, und dann kriegen wir die Vorschläge mit der höchsten Akzeptanz raus, also die von der Gruppe insgesamt am besten getragen werden so, weil der Vorschlag, der den geringsten Widerstand bekommt, ist eben der am nächsten am Konsens liegt, muss man sich nur mal den Kopf gehen lassen. Ich schicke euch mal den Link an. Storm hat einen Einwand. Jetzt aber. Totaler Einwand, absoluter Einwand. Moment, aber ich möchte auch vorher bitte den Gullitaucher, bitte, das kommt mit Streitigkeiten später noch. Hier geht es jetzt darum, um vielleicht einen Ort oder eine Zeit zu finden für ein eventuelles Vernetzungstreffen für uns alle. Zu allen anderen Sachen werden wir später noch kommen. Ich bitte auch da im Chat jetzt, wenn es euch möglich ist, nichts darüber jetzt zu posten, weil wir wollen uns jetzt echt zusammenfinden. Und dann geht das weiter halt mit Gaston, und dann hat Thomas noch einen Einwand gehabt. Und auch, ja. Genau, Jano, das gilt auch für dich. Und nicht irgendwie halt dich einfach raussagen zu jemandem. Und auch nicht im Chat. Hier hält sich keiner raus, weißt du? So, es war Gaston jetzt wirklich. Gaston war wirklich dran. Jo, Gaston, bitte. Entschuldigung, geht's irgendwie noch allen irgendwie ganz gut? Ihr versucht hier irgendwie ein Treffen zu planen? So von irgendwie Affen, die meinen, irgendwie sich in den Vordergrund zu schieben und meint jetzt irgendwie kuscheln 2,5 Stunden lang? Hallo? Ich bin seit 7:30 hier in diesem verfickten Ding drin, ne, so, um das mal klar zu kriegen. Und was macht ihr? Ich glaube, ich bin. Gullitaucher wird die ganze Zeit seit 2 Tagen getriezt, irgendwie der Maultrommler, was er erlebt in Berlin und so eine Scheiße. Und ihr habt nichts anderes zu tun, als hier so pseudomäßig jetzt irgendwas zu organisieren. Habt ihr sie noch alle? Okay, ich glaube, ich bin jetzt dran. Gaston, das kommt hier nach, ja? Da wird dann die schmutzige Wäsche aufgemacht. Ich wollte nur, ja natürlich, kommt ja auch noch. Ich wollte nur sagen, jemand hat Doodle Occupy Vernetzungstreffen 2013 aufgemacht. Ich habe mir das abgespeichert und ich hoffe, dass wir uns jetzt da alle einfach beteiligen, ohne großes Geschwurbel und Konsens und Blabla. Und dann werden wir dann irgendwie da einfach über Mehrheit dann die Leute finden. Fertig aus. Ich finde das beides eine gute Idee, auch das, was Ralf gepostet hat mit Konsensieren, den Link hat er auch dort oben nochmal hingestellt. Es wäre schön, wenn wir das ins Protokoll mit aufnehmen könnten, beide Links.
und vielleicht doch über diese Links zu einer Einigung kommen. Nichtsdestotrotz, es geht's halt immer noch wieder wirklich um eine Ortfindung. Also ich kann verstehen, dass da wirklich auch einige sehr, das können wir alles drüber sprechen, aber bitte doch dann zu späterer Stunde, weil jetzt geht's wirklich um, dass wir uns vernetzen und uns wirklich treffen wollen. Ich meine, das wollen wir ja alle, oder nicht? Also man, The Last Occupies hier, 37 Stück, die Camps sind meistens geräumt schon. Wir wollen zusammenfinden, wir wollen was für die Menschen machen, wir wollen die Gesellschaft zum Positiven hin ändern. Und da geht's dann schon darum, dass wir einen wichtigen Ort finden. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Paulette, magst du mir jetzt sagen, wer noch dran ist? Weil ich hab's nicht so auf dem Plan im Moment, obwohl Würzburg vielleicht. Ja, Würzburg. Vorher war noch Ian Tichy, ich weiß nicht, ob der jetzt schon dran war. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich das Doodle eingerichtet habe und ihr findet das unter dem Link, den ich gepostet habe, schon zweimal. Und das war's. Danke, Ian. Jetzt Würzburg. Gut, also mich nervt es hier tierisch. Ich wollte mich die ganze Zeit davon, von diesem persönlichen Gezeter enthalten und tue es auch weiterhin. Bloß ich finde es echt anmaßend von einigen Leuten, das jetzt hier die ganze Zeit partout auf den Plan setzen zu wollen. Wir sind tatsächlich Leute an der Vernetzung interessiert und haben irgendwie keinen Bock auf diese Kleinkriege. Und ich habe einfach im Moment gerade Besseres zu tun, als hier mit dem Finger zu zeigen oder irgendwie... Ja, du bist leicht unterbrochen. Der Raum für diese Gespräche wird ja dann noch gegeben. Jetzt würde ich gerne, dass jeder Beteiligte einfach mal respektiert, dass hier Leute deutschlandweit sich zusammensetzen gerade und versuchen, was auf die Beine zu stellen. Das ist auch nicht das erste Treffen hier, wie gesagt, und das bitte einfach mal respektieren. Das war langerhand geplant, dass jetzt hier Probleme existieren, ist gar nicht mit einberechnet. Gut, danke schön. Dann Yasuri mit einem Einwand und danach lese ich von Maestro Sibond vor. Jo, wenn ich das richtig gesehen habe, kann man bei der Doodle-Umfrage jetzt nur wählen zwischen Frankfurt und Berlin, oder? Ja, wo ist das überhaupt, diese Umfrage? Ich hab das nicht. Ich poste den Link jetzt nochmal. Ich bin nicht sicher, ob, wie man das einstellt, dass man irgendwie andere Vorschläge machen kann. Ansonsten bitte unten in die Kommentare rein und ich ergänze das dann. So, poste den Link nochmal. Dann Maestro Symbiont liest hier vor mit einem X. Bitte vorlesen. Ich finde es aber witzig, dass es hier nur einseitig kritisiert wird. Oder einseitig kritisiert wird. Dann würde ich gerne mit Ralf weitermachen, der hat dann X, damit wir in der Reihenfolge bleiben. Ja, ich wollte aufmerksam machen, dass hier ignoriert wird, dass über das Doodle keine Einigkeit herrscht. So, ist ein ziemlich großer Kritikpunkt und dass hier viele Leute auch nicht konzentriert weder denken, noch irgendwie auch eine Ahnung haben oder so. Und da besteht Nachholbedarf. Okay, danke Ralf. Ich denke, dass die beiden Links, ich hoffe zumindest, weil das kann ich ja nicht auch noch machen, dass die mit ins Protokoll aufgenommen werden, dass wir die dann anschließend klicken können. Dann genau. Kiwi. Kiwi, ja, Kiwi kenne ich gar nicht. Kiwi, magst du dich vorstellen kurz oder habe ich das verpasst? Also vorlesen. Ich finde das auch witzig. Schreibt Kiwi, ja. Kiwi, weiß ich nicht, also ich hab jetzt, mir sagt das nix, Kiwi. Kiwi ist eine Frucht, würde mich schon freuen, wenn du dich kurz vorstellst. Ansonsten würde ich jetzt hier weitermachen. Es geht hier halt immer noch, wenn wir in der Tagesordnung folgen wollen, geht es halt immer noch um eine Ortsfindung und eine Zeitfindung. So, da haben wir zwei Vorschläge für. Das ist einmal das von Ralf, das mit dem Konsens, da hat er einen Link zugepostet, und einmal die Doodle-Findung eines Termins vielleicht, damit wir dann alle daran teilhaben können. Die Links sind dann auch im Protokoll einsichtbar. Okay, also ich weiß jetzt, wie er dran ist. Kurze Unterbrechung von mir. Das Occupy-Vernetzungstreffen auf diesem Doodle ist tatsächlich nur Frankfurt und Berlin drin. Und da wurde ja von mehreren Stimmen gesagt, nicht die beiden Städte. Da wurden ja ganz viele andere Sachen noch angesagt. Also das müsste da auch noch rein. Weil ich stimme bei weder Frankfurt noch Berlin. Eben gerade nicht Frankfurt und gerade nicht Berlin, sondern zentral in der Mitte. Ich werde das auch so lange wiederholen. Ich bin dabei und ich habe auch in das Doodle geschrieben, bitte unten in den Kommentar reinschreiben und ich trage ihn nach. Ich bin gerade dabei. Gut.
wenn das da so drinne steht, vielleicht kann man das ändern noch. Ich sehe das auch, also jetzt nochmal meinen Einwand vielleicht nochmal zu geben. Ich sehe das genauso. Also es sollte nicht beschränkt sein jetzt auf irgendwie nur zwei Großstädte, Frankfurt oder Berlin, sondern sollte eigentlich relativ offen gestaltet werden. Dann habe ich, sehe ich jetzt hier zwei Einwände, einmal von Gaston und The Sands. Danach Florian, wie Thomas und Ralf. So. Gaston. Gaston, du hattest einen Einwand. Das war schon, Entschuldigung. Das war schon. Okay, alles klar. Dann The Sands. Mein Vorschlag wäre, dass wir diese Konfliktbereinigung eventuell auslagern und das vielleicht ritualisiert machen, damit die Linien sich nicht in Facebook, sondern halt auch real so ein bisschen darüber austauschen, so eine Art Konfliktschlichtung, weil das wäre jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig zielführend. Dass man auch so ein bisschen konstruktiv als erste Stufe dieses Konsensierens sich darauf besinnt, dass man Realpolitik wäre jetzt sozusagen, also dass man sich dem Thema unterordnet. Und ja, das wäre so der Vorschlag. Gaston Einwurf und dann Basti Einwurf. Also das ganze Knicken mit seiner Konfliktbewältigung, das hat nichts mit einem Konflikt zu tun, und das hat was mit einer politischen, mit was Politischem zu tun. Und kannst du vergessen, es ist systemisches Konsensieren und so ein Kram, der da gepusht wird, ohne uns, ohne mich oder wer auch immer da Bock drauf hat. Also der, ja, der Sens, ich lasse dich mal vor jetzt. Ich bin jetzt kein Vertreter von dem Konsensieren, sondern das war nur abstrahiert, dass wir unsere Streitigkeiten auslagern. Das war, glaube ich, ein ganz pragmatischer Vorschlag. Mag sein, nö. Also, sorry, wir haben hier einen Ablauf. Danach wird über das Thema geredet und why not? Aber jetzt ist ja irgendwie das Treffen und Ort. Und jetzt haben wir zwei Plattformen. Von Ralf und von, habe ich jetzt vergessen, aber das mit dem Doodle. Da habe ich mich auch schon eingetragen. Und wenn da mehr Optionen kommen, trage ich mich auch noch zu den anderen Städten dahin. Da bin ich ganz entspannt. Und da wird sich schon was rauskristallisieren. Werde ich mich da irgendwie einfach anpassen. Ey, Leute, macht euch locker. Ja. Und ja. Gut, keine weiteren Einwürfe. Dann würde ich weiter jetzt in der Rednerliste fortfahren mit Florian. Danach... Ja, Thomas, du hast dich jetzt vorgesetzt mit dem XXX wahrscheinlich. Joa, und dann Ralf. Genau, Florian und dann nach Ralf. Ja, ich halte mich auch ganz kurz. Also ich muss sagen, ich finde Mumble toll, endlich mal Stimmen zu hören. Und mich irritiert gerade sehr, dass der Chat gerade wirklich missbraucht wird für irgendwelche privaten Kommunikationen. Für mich ist der Chat eine wichtige Ergänzung für das Mumble. Das heißt, hier werden Links gepostet, hier wird auch Feedback gegeben und ich habe auch das Gefühl, dass die Moderatoren von dieser Mumble-Session auch, dass es für die auch schwierig gemacht wird, wenn man sozusagen rausfiltern muss von 30 Chat-Kommentaren, was ist jetzt Rednerliste, was ist ein Kommentar. Ich finde es gerade einfach respektlos in einer Vernetzungstelefonkonferenz, dass das hier von etlichen Leuten so destruktiv genutzt wird, der Chat. Und ich möchte einfach mal darum bitten, dass alle sich jetzt mal benehmen. Es gibt genug Möglichkeiten, Konflikte und auch Kritik und meinetwegen auch Shitstorms auf Facebook auszuleben. Das gehört ja leider mittlerweile zu der Kommunikationskultur 2.0. Daran haben sich jetzt auch alle gewöhnt, aber ich finde es wirklich sehr, sehr hinderlich und ganz blöde in der Vernetzung hier auf Mumble diesen Chat so zu missbrauchen. Finde ich witzig, dass du von Missbrauch redest. Ja, danke Florian. Dann Ralf, bitte. Ja, ich habe jetzt hier gerade die Links gepostet, dass die sind so eingestellt, dass jeder Vorschläge machen kann und die Vorschläge der anderen bewerten. Die zum Ort läuft eine Woche, da können auch noch Außenstände noch mitmachen. Standardisierung zur Zeit läuft jetzt 2 Tage, habe ich so eingestellt. Können wir auch gerne noch ändern, wenn ihr das möchtet. Kann jeder Vorschläge einbringen, ist also nicht fest so. Und läuft über Widerstände, also 0 bis 10. 10 ist höchster Widerstand, 0 ist kein Widerstand, also persönlicher Widerstand so. Und dann was mit dem geringsten Widerstand ist, das kommt ins nächste.
Ja, und wir sollten eigentlich eine konsensorientierte Bewegung sein, dachte ich, und dann wäre Konsensieren angebracht, denke ich. Eher als Mehrheitsentscheid, weil der zu Machtkämpfen führt und dazu, dass eine Gruppe sich als Gewinner durchsetzt und die andere Gruppe als Verlierer dasteht, was insgesamt nicht gewollt ist, so, weil wir so das große System im Kleinen reproduzieren und wir sofort Interessengruppen und Parteien haben, die dann irgendwie um die Mehrheit sich streiten. Fördert auch keine Kooperation. Danke, Ralf, für deine Links und für die Posting, für deinen Beitrag. Dann Paulette mit einem Einwand und PA mit einem X. Okay, nochmal, ohne einen Fass aufzumachen, kurzes Feedback, weil du hast ja so eine wunderbare Rede gehalten, Florian. In meinen Ohren ist es einfach nur lächerlich und zynisch, was du da sagst. Du missbrauchst hier das Label Occupy und kein anderer Punkt. Dann wollte ich noch sagen, es ist zu deinem Programm, was du seit München fährst, Ralf, mit dem Konsensieren, ist hier kein Konsens, nur dass du das einfach nochmal von mir wörtlich hast. Ja. Wir haben den Konsens nicht, dass wir dein systemisches Konsensieren machen. Alles klar? Begreif es endlich mal. Alles klar? Wir sind hier nicht dafür, um Programme durchzuziehen. Auch klar? Gut, dann der Nächste, bitte. Absolute Zustimmung. Ciao, Leute. Ciao. Ciao. Olette, darf ich kurz fragen, warum du da, also was an dem, dich stört am systemischen Kondensieren? Mich stört das programmatische Durchziehen von Programmen, von Einzelnen. Da stehen sich mir als Autonome die alle Haare zu Berge. Per se. Gleichgültig welche Programme. Wenn ich merke, dass jemand seine Programme durchpushen will, gleichgültig um welche Themen es gerade geht, dann gibt's von mir ein Veto. Weil das ist für mich nicht eine emanzipatorische Bewegung. Zustimmung. Gut. Der Mann ist wieder zurück von der Toilette. Wie sieht's aus? Ich glaube, Ralf hat einen Einwand gehabt, sehe ich hier. Ja, tatsächlich können keine sachlichen Einwände gegen das Entscheidungsverfahren vorgebracht werden. Es beschränkt sich ja auf persönliche Animositäten. Und ich wollte sagen, sie spricht von Konsens zu einem Prinzip. Ich wollte sagen, zum Mehrheitsentscheid besteht auch kein Konsens. Und eigentlich sollte Paulette nicht von Konsens sprechen, wenn sie sich von Mehrheitsentscheide dann ausspricht. So, das ist Doppeldenk irgendwie, finde ich. Okay, dankeschön. Dann würde ich weitermachen mit Andreas Vetter, der hat ein X-Gesetz gefolgt von Occupy Bonn. Auch Occupy Bonn hier herzlich begrüßt. Vielleicht magst du dich dann gleich nochmal vorstellen. Hallo, hör mal, Alter, Noreen. Ich war eben schon mal dran. Ey, das hast du wohl total vergessen. Entschuldigung, dass ich ein bisschen sauer werde. Hast du ein X gehabt? Ja. Okay, dann PA. Schlecht gerutscht. Ja, sorry. Entschuldigung. Sorry, Basti, ich wollte dich das nicht so ansaugen, aber ich musste mir eben mal ein bisschen Luft verschaffen, sorry. Nee, ich wollte nur mal sagen, wir haben dieses systemische Konsensieren von Ralf, da habe ich ja mich auch schon länger mit beschäftigt und so weiter und so fort. Ne? Aber ich habe, also ein Argument, was mir da liegt, ist, dass eigentlich irgendwie, ja, beim systemischen Konsensieren ist es erstmal ein total langwieriges Ding, was sich dann auch immer wieder verzögert, weil man dann auch immer wieder was Neues finden muss. Es gibt ja da verschiedene Phasen und es ist eigentlich total unpragmatisch. Ne? Warum kann man nicht einfach sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wir kreuzen die an und einigen uns darauf, dass wir das dann so machen. Und wenn er keine Lust dazu hat, der macht es dann halt nicht. Aber so ein systemisches Konsensieren, nee, das ist nicht mein Ding. Von vielen anderen auch nicht. Gut, ich habe jetzt hier mehrere Sachen. Und zwar einmal von dem Meister Symbronx, Symbiont, er wurde ignoriert, sagte er, er möchte auf ein Vernetzungstreffen wieder hinzuweisen. Ich selbst habe einen Einwand gemacht. Also es geht jetzt hier erstmal wirklich ums Finden des Vernetzungstreffens, um einen Ort und eine Zeit zu finden, denke ich mal. Und dann würde ich gerne weitermachen mit den Einwänden. Und ich glaube, da hat der Ralf mal wieder... nochmal ein Einwand gehabt, Ralf. Ja, der PA hat sich das angeguckt. Da gibt es drei verschiedene. Da gibt es den Schnellkonsens, den Auswahlkonsens und den vertiefte Konsensieren. Und Auswahlkonsens ist das, was wir hier im Konsensieren EU schnell machen können.
schnell die Widerstände abfragen. Es ist wahrscheinlich dasselbe wie ein Mehrheitsding, nur eben, dass man nicht sagt, ich bin dafür, sondern erstmal sagt, ich bin da dagegen. Und so bekommt man eine Konsensorientierung und so. Also es ist eigentlich relativ einfach zu verstehen, gibt es ja die Hilfstexte, poste ich auch gleich nochmal und ist Auswahlkonsens, was Pierre wohl meinte, was vertiefte Konsensieren für ganz sensible Fragen, so wenn wir nur Ort und Zeit brauchen, dann können wir einen Auswahlkonsens machen, das funktioniert wunderbar, ähnlich wie Doodle, einmal gemacht, checkt mal durch so. Gut, dann würde ich jetzt noch einen Unwind von Gaston machen, aber also wenn wir jetzt nur Einwände machen, dann kommen wir nicht mal zur normalen Rednerliste und die haben wir auch noch, also das wäre dann da weiter der Andreas und so weiter und so fort. Also Gaston, nochmal dein Einwand, dann würde ich schon an den Andreas hören. Boah, checkst du das nicht, Ralle? So, es wird das genutzt, was die Leute am praktikabelsten nehmen oder für praktikabel halten. Und wenn es nicht das dein systemisches Konsensieren ist, dann ist es nicht dein systemisches Konsensieren. Da brauchst du jetzt hier nicht so den wilden Affen schieben, den du sonst auch immer bei Facebook schiebst, was das angeht. Ich habe selbst mal jemanden deswegen genau was aufgesetzt auf einem Server, damit er das mal durchprobieren kann, dein System ist konsensieren. Das ist nicht in der Gruppe genutzt worden. Das war das EDJ-Forum. Also bleib weg mit deinem Scheiß da. Dann weiter bitte Occupy Bonn. Sei also herzlich begrüßt auch du hier. Magst du dich kurz vorstellen und dann den Beitrag geben? Hier ist Jürgen. Ich habe mich mal disconnected und reconnected mit dem korrekten Nick. Also was vorher Jan Tischi war, das bin ich. Ich wollte nur anmerken, dass ich es sehr erfrischend finde, dass die Friede vor der Eierkuchenphase vorbei ist und hier mal Tacheles geredet wird. Auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie scheiße, 2,5 Stunden herumzuhängen, um sich darauf zu einigen, irgendwie ein Doodle zu nehmen, um einen Termin zu vereinbaren. Leute, da kommen wir nicht weiter. Also ich wünsche mir ein bisschen mehr Pragmatismus und Zielorientiertheit und ein bisschen weniger Fundamentalisten irgendwie. Gut, danke. Dann der Nächste. Ich glaube, das bin ich. Yep. Okay. kann ich nur zustimmen und jetzt ist da Doodle, das ist irgendwie absolut theoriefrei, sag ich jetzt mal ganz unbefangen. Und ich würde mich freuen, wenn viele damit einfach abstimmen und dann sieht man einfach, welche Masse an Leuten zu einem bestimmten Zeitpunkt die meiste Zeit haben und die treffen sich dann. Und wenn ich da keine Zeit habe, absolut, dann kann ich mich damit abfinden, dann bin ich das nächste Mal dabei. Also schön locker machen. Dann Noreen. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Aber jetzt kann ich einfach kurz sagen, also ich finde es gar nicht so verkehrt, was Diano gerade gesagt hat. Man könnte einfach beides machen. Aber es ist auch viel zu aufwendig. Lass uns nicht darüber reden. Ich habe es jetzt einfach schnell gemacht beim Doodle. Das waren 3 Klicks. Und dann kommen wir da zu einem Ergebnis und können weitermachen, falls noch irgendwas auf der Tagesordnungsliste steht. Zustimmung. Ja, Würzburg. Ja, ich meine, man kann ja mal resümieren. Wir kommen heute also nicht zu einer Klärung des Ortes. Das werden wir jetzt im weiteren Verlauf klären. Wir werden das wahrscheinlich genauso auch mit dem Zeitpunkt machen. Was gibt's denn dann für uns jetzt zu besprechen eigentlich? Ja, dann Fanny? Das war auch meine Frage. Also ich wollte jetzt auch wissen, wo wir jetzt gerade stehen. Noch als Tipp noch mit zugeben, mir wäre wichtig, dass wir auf jeden Fall für die Leute, die nicht vor Ort sein können, oder ich würde fragen, ob es überhaupt gewünscht ist, ein Stream machen vom Vernetzungstreffen und vielleicht eine Möglichkeit schaffen, dass man interaktiv mitarbeiten kann aus anderen Städten. Weißt du, was ich meine? Jo, dann mach ich mal meines guten Abend Moderator hier. Also ich finde das super gut, die Idee eines Streams, wenn es dann zum Vernetzungstreffen kommt. Wo wir jetzt stehen, ist halt immer noch die Ortfindung und die Zeitfindung. Damit haben wir jetzt 2 Vorschläge gehabt. Einmal von dem Ralf, sein Konsens, der jetzt einen Link er gepostet hat. Und einmal die Doodle-Geschichte, womit wir vielleicht einen Termin finden können. Beides vielleicht unumstritten, aber ich finde, das ist schon mal ein großer Fortschritt. Es geht hier um Ort und Zeit und dann würde ich auch, damit wir weiterkommen, irgendwie das Ganze irgendwie versuchen abzuschließen. Es sei denn, jemand hat jetzt noch eine inhaltliche Sache dazu.
Ja, ganz kurz eine inhaltliche Sache in der Form. Wie lange wollen wir es laufen lassen? Und sieht man sich dann sozusagen wieder, meinetwegen hier auch beim Mumble, und dann gucken wir uns das Ergebnis an und dann zack. Ja, da würden wir gleich zukommen. Also wir würden jetzt eigentlich jetzt gleich, hier steht da, der Tagesordnung nach dann auch gerecht zu werden, festlegen Ort, Zeit für nächste Online-Konferenz. Noreen hat noch einen Einwand, das würde ich dann gleich sonst machen, aber erstmal Noreen, dein Einwand. Der Carlos hat recht, ich kann die Abstimmungsergebnisse einfach ändern auf Doodle. Das ist natürlich ziemlich uncool. Ach, kann man das? Ja. Das ist natürlich sehr unschön. Moment, was meinst du mit ändern? Deine eigenen kannst du ändern? Natürlich. Nein, ich kann bei Carlos einfach auf den Stift gehen und seine Häkchen umsetzen. Das ist schlecht. Scheiße. Ich dachte immer, Doodle wäre so sicher. Danke, Noreen, für deinen Einwand da. Das war der Carlos, der hat's gesagt. Ja, danke, Carlos. Womit Doodle dann für mich wegfallen würde. Also, weil wenn das jetzt für jeden veränderbar ist, ist das blöde. Ne? Also, leuchtet ein. Ralf? Gut, wir könnten ja darauf vertrauen, dass die Leute sich wie erwachsen verhalten und erstmal gucken, wie wir das jetzt haben beim nächsten Mal. Das ist ja auch die Mist. Bin ich dran oder nicht? Also ich habe jetzt gerade eingestellt, so dass das eine öffentliche Konsensierung ist, so die ist nicht wirklich voll sicher. Man kann es auch so einstellen, dass man per E-Mail eingeladen werden muss, um mitzumachen. Wenn das jetzt irgendwie gewünscht ist, kann man das auch so machen. Aber scheint ja nicht so. Ja, wobei dafür natürlich auch keine sachlichen Gründe genannt werden können. Also man agiert ja aus einer Position der Ahnungslosigkeit und der Ignoranz heraus. Also bei Doodle kann man das garantiert einstellen, dass das Häkchen wegklicken nicht möglich ist. Ich habe da geschützte und ungeschützte Beiträge jetzt zu sehen. Also mir war das auch noch nicht bekannt, dass man das jetzt manipulieren kann. Aber wenn das so ist, dann wäre das in der Tat dann keine Option mehr. Also wir kriegen es hin, das halt so nicht manipulierbar zu machen oder halt Doodle fällt raus. Das war genauso mit den Titanpads und so weiter und so weiter. Wir haben so oft das Konsensieren gemacht, es wurde zerschossen, 20 Sockenpuppen, einschließlich deiner selbst, lieber Raphael, mit 10 eigenen drauf und damit beeinflusst. Das ist auch eines der Gründe, weswegen ich mit dir kein systemisches Konsensieren im Internet mache. Stimmt doch gar nicht. Keine Ahnung. Come on. Wir sind ja total verträumt. Ja. Alles klar. Also, ne, da haben Leute ihre Sockenpuppen und dann stimmen sie mit ab und so. Solange das nicht. Lügen und Diffamierungen und persönliche. So, stopp. Ich würde euch bitten. Ralf, auch dich oder auch Paulette, ich würde euch beide bitten, Streitigkeiten, das Thema haben wir noch. Wir haben jetzt hier noch einen Kabelbrand-Einwurf und danach Videotonale. Kabelbrand. Okay, Kabelbrand möchte nicht, dann Thomas, bitte. Ich weiß jetzt nicht den Namen, wer das jetzt mit Doodle eingehackt hat, da irgendwie. Okay. Denkst du, du kriegst das gelöst, das Problem? Weil ich habe hier, ich gucke zum Beispiel, Jürgen Simon ist geschützt, Rainer Mantler ist nicht geschützt, Carlos ist nicht geschützt, Noreen ist nicht geschützt und Semper ist nicht geschützt. Wie meinst du, ist geschützt? Also geschützt meine ich, ich kann jetzt da an den Haken rummachen. Nee, kann ich ja gar nicht. Ich kann da einen löschen. Also ich kenne das System ziemlich sicher. Natürlich muss man da auch einige Einstellungen vornehmen. Das ist ganz klar. Also das war mein Anliegen jetzt. Ja, ich habe das eingestellt. Ich kann keine Option sehen, aber das Problem ist, ich bin auch der Administrator. Meine Ansicht ist sowieso so, dass ich im Grunde genommen sozusagen das alles mitmachen kann mit dem Poll. Aber wenn ich in die Administration von dem Doodle-Ding reingehe, sehe ich keine Option, das irgendwie zu beeinflussen. Sehe nicht. Also, keine Ahnung. Es sei denn, jeder macht sich einen Account oder so und muss eingeladen werden, aber das macht auch irgendwie keinen Sinn, oder? Nee. Also ich sehe keine Möglichkeit.
Okay, wollen wir dann auch vertrauen, dass die Leute irgendwie einfach einzelne User nicht weglöschen einfach? Ja, Vertrauen. Wir vertrauen natürlich immer. Also ich hoffe, ich gehe davon aus, dass wir uns alle, egal wie wir hier sind, ja, dass wir uns da irgendwie vertrauen. Bloß, dass es immer Leute gibt, die das Ganze stören, das ist klar, das haben wir ja auch gesehen. Von daher bezweifle ich da ein bisschen dieses Vertrauen. Also das muss schon sicher sein. Also das müssen wir dann halt so machen, dass das dann auch nicht, ja, sag ich mal, zumindest die größtmögliche Sicherheit gewahrt. Womit wir dann ja beim Thema Ortsfindung und Dingsbums abgeschlossen werden. Zeitpunkt. So, haben wir noch ein weiteres X. Maestro Simbond schreibt X. Bitte vorlesen, ich muss leider gehen, aber diese undifizierte Herangehensweise an Konflikte, das Gebäsche auch, oh Mann, das schreibt doch nicht so schnell, und auch das Ignorieren der Moderatoren von Redebeiträgen und sich in der Diskussion nach vorne schieben, hat mit Demokratie nichts im Ansatz zu tun. Und wer hier noch von Vertrauen bei einer Abstimmung spricht, der ist ein Träumer, also mal einen Spiegel nehmen und reinschauen. Gut, mit dem Kommentar gibt es dann weitere Wortmeldungen zur Empfindung des Ortes oder des Zeites. Derzeit. Ja, ich blicke jetzt nicht mehr durch. Es soll jetzt auf diesen aus dem Pad, wo man andere löschen kann oder so, die nicht sicher sind, soll jetzt das übers Knie gebrochen werden, abgestimmt werden. Sehe ich das richtig? Ja, das ist in der Tat sicher, wenn man das richtig einstellt. Wenn das natürlich nicht so eingestellt ist, glaube ich, so habe ich es jetzt mitbekommen, ist das natürlich dann manipulierbar. Ja, ich stimme da nicht ab, weil ich einigen hier nicht vertraue. Aber dann ist es so. Von den Sockenpuppen mal ganz zu schweigen. So, alles ist manipulierbar im Internet irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen ein Ort finden zusammen und eine Zeit finden, an dem wir zusammen für Occupy Deutschland, ja, also die hier noch sind und die auch alle mitmachen wollen, an die wir uns treffen und uns kennenlernen, um diese Ideen, um das alles vielleicht zu besprechen. Ja, ich meine, das kann doch nicht sein, dass wir hier, wir sind in Deutschland wenige, aber dann lasst uns doch bitte im Gottes Namen einen Ort finden. Das mag doch nicht daran scheitern. Und wir haben jetzt zwei gute Ideen gehabt, von der ist eine nicht sicher, okay, die andere vielleicht auch. Ich weiß, ich gucke mir das später an. Ja, Paulette? Jana, ich habe nicht gesagt, dass Idiot und Occupy habe ich gar nicht benutzt, sondern ich mache keine Abstimmung auf irgendwelchen Pads, die angreifbar sind und nicht sicher sind, mit Leuten, mit denen ich nicht, die ich nicht vertraue, dass sie manipulieren. Das war meine Aussage. Ich mache keine Abstimmung im Internet, wo manipuliert werden kann. Hier sind einige Leute dabei, von denen weiß ich, dass sie schon manipuliert haben, solche Pads. Mit denen mache ich auf diesen Pads, ob Doodle oder Boodle, keine Abstimmung. Das ist mein Statement gewesen. Punkt. Ganz easy. Gut, hab da damit, gar kein Problem mit. Damit das Ganze hier nicht noch in den nächtlichen, das wird's bestimmt, aber egal, aber damit wir das Sachliche durchkriegen, würde ich jetzt noch Dispens dran nehmen mit seinem Einwurf, danach Ralf und danach vielleicht noch, wenn wir noch einen Einwand haben, was das betrifft, mit dem Ort und der Zeit, ja? Okay, Dispens, bitte. Der Tipp wäre, also Weihnachtszeit verreisen die meisten familientechnisch oder wie auch immer und sammeln sich in den größeren Städten. Vielleicht wäre das vom Zeitpunkt her ganz günstig. Okay, danke schön. Dann Ralf. Also ich wollte mal bemerken, dass wenn da Bedenken geäußert werden zwecks der Abstimmung, das ist tatsächlich virtuell das Knie gebrochen jetzt, ist auch, also was das Knie zu brechen, ist auch gar kein Konsens so oder überhaupt nicht konsensorientiert, auch das ganze, die ganze Treffen auf Entscheidungen so, wenn Teile der Gruppe noch gar nicht entscheidungsreif sind so. Man kann das dann auch hier am Tisch klären, muss man halt einen mündlichen Konsens finden, was dann länger dauert als so eine Doodle-Umfrage. Wenn es keinen Konsens gibt, dann seid ihr entweder in der falschen Bewegung oder ich. Das wollte ich nur dazu sagen. Danke, Ralf. Dann sehe ich weitere X von Andreas und, ja genau, Andreas. Ich muss mich ja mal total mir selbst auf die Schulter kloppen, weil ich die ganze Zeit zugehört habe, seit, ist nicht 20 Minuten jetzt, obwohl ich eigentlich schon längst dran gewesen wäre.
Wobei ich schon dabei wäre, dass ich denke, dass das ganz Wesentlichste in unserer Bewegung, nämlich halt in der Assemblea, Aufmerksamkeit ist. Ja. So, zuhören ist weitaus wichtiger als reden. Wichtig, aber wenn man nicht zuhört, hat das Reden überhaupt gar keinen Sinn. So, und deshalb möchte ich auch nochmal bitten, der Chat nach Möglichkeit echt nur für die Funktionen der Assemblea benutzt wird. Heißt, Zustimmung, Ablehnung weiß man nicht, keine Kommentare, man kann nicht gleichzeitig den Chat lesen und zuhören, das geht einfach nicht. So, warum darf man wohl nicht mehr im Auto mit dem Handy telefonieren, weil man sich einfach nicht auf den Verkehr konzentrieren kann, verdammt nochmal. So. Schön, dass ihr mir jetzt wenigstens mal zuhört, zuhören könnt. Diese Anfrage geht irgendwann mal so ein bisschen an die Moderatoren, wo ich gar nicht weiß, wer das ist. Ist mir auch eigentlich relativ egal. Meine persönliche Kritik an den Leuten, an gewissen Leuten hier, die verknall ich mir jetzt einfach mal, weil ich so vorankomme. Super. Ich glaube, wir waren gerade einfach mal dabei, dass die Tools im Netz manipuliert sind. Ich denke, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass auf der einen Seite für uns halt ein Weg sein könnte, eine demokratische Gesellschaft zu bilden. Auf der anderen Seite, dass es ungefährlich ist, ganz kurz, wenn ich hier ganz kurz unterbrechen darf, aber man kann dich kaum verstehen. Du bist ein bisschen zerhackt, das ist wirklich schwer, dich zu verstehen. Irgendwas stimmt mit deinen Einstellungen nicht, glaube ich. Yep. Ich glaube, ihr habt einfach die falsche Taste zum Sprechen gewählt. Hört ihr mich jetzt besser? Ja. Muss ich nochmal von vorne? Nein, wir haben das verstanden bisher. Es war zwar abgebrochen, aber jetzt geht's besser. Okay, also wir haben tatsächlich halt ein technisches Dilemma, was möglicherweise auch schon ein bisschen älter ist. Ich weiß, dass die Firma Nelab aus Holland Wahlmaschinen baut und der Chaos Computer Club vor ein paar Jahren so lange daran gearbeitet haben, bis die innerhalb einer Minute, also die haben eine Methode entwickelt, um das Ding zu hacken. Heißt halt irgendwie, wenn einer von den Jungs oder einer, der diese Technik halt dann beherrscht, eine Minute alleine ist mit der Wahlmaschine, macht er da draußen einen Schachcomputer. Dann kann man mit der Wahlmaschine Schach spielen. Nur mal so als kleines Beispiel, vielleicht gibt es ja dann jetzt den Impuls, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen. Ist für uns auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das auf der einen Seite natürlich eine riesen Chance für uns sein könnte, generell halt nicht mehr nach Personen halt, denen wir unser Vertrauen schenken und die das halt, wie ich meine, halt irgendwie zu 99% missbrauchen, sprich halt die Politiker und nicht Leute von uns. Wobei man natürlich andere Leute natürlich auch nicht ausschließen kann. Also ich vertraue auch nicht jedem, aber das ist halt einfach mal so. Da müssen wir lernen, mit umzugehen. Ja? So, und was mir auch ganz wichtig ist, so, und da werden wahrscheinlich jetzt wieder ein paar Leute die Augen verdrehen, ist, dass wir prinzipiell keine Leute ausschließen. So, egal ob die gestört sind oder aus was für einer komischen Ecke der Welt kommen oder was für komische Einstellungen haben. Am Ende wird sich, wenn wirklich alle Menschen miteinander reden können, herauskristallisieren, was für die Welt am besten ist. So, und im Wesentlichen denke ich mir mal, haben wir eigentlich schon Konsens. Wir wollen alle eigentlich irgendwie nur in Frieden leben, egal wo wir sind auf der Welt. So. So, von daher, wir zerstreiten uns. Ich habe mich da auch oft dran schuldig gemacht, wenn man halt irgendwie Florian Raffel halt irgendwie mal ganz öffentlich hat mal kritisiert, habe mich dabei irgendwie recht sachlich auszudrücken. Und konnte dann beobachten, wie viele Leute dort auf den Zug aufgesprungen sind und es dann halt nicht irgendwie einfach Kritik gab, der sich halt gestellt hat, sondern halt Klassenkeile. Ne? So, und das finde ich nicht in Ordnung. Und ich würde echt einfach nochmal bitten, wenn jemand wütend ist, dann sprecht mal einfach mal nicht.
geht euch auch einfach aus dem Weg. Das ist auch eine Technik der Dezentralisierung. So kann man nämlich tatsächlich halt auch einfach mal aus seinem Bild herauskommen, was andere Leute für euch sehen, ja, oder hören. Und diese ganze Scheiße, die ich hier immer wieder miterleben muss, das raubt mir Energie. Das ist nicht Facebook oder irgendeine Technik, sondern das sind halt irgendwie die Menschen, die sich halt einfach nicht zusammenreißen können. So, geht mir ja auch ganz oft so, die können einfach unter die Decke gehen. So. Und verdammt nochmal, was ist eigentlich Thema? So, was wollen wir machen? Wollen wir uns treffen? Warum wollen wir uns erst Ende Januar treffen, wo jetzt halt irgendwie September ist? So, warum treffen wir uns halt nicht einfach mal, ich weiß nicht, möglicherweise jedes Wochenende? Das ist natürlich, klar, klingt erstmal völlig unmöglich, aber warum nicht halt irgendwie einfach sagen, ey, jedes Wochenende ist ein Moment, wo man sagt, ey, hallo, kommst du zum Ende? Ja, genau. Hallo, hier ist Occupy Oberhausen. Wir würden euch, hallo liebe Occupy-Aktivisten Deutschlands und der Welt, würden dich gerne einladen, um dich mal kennenzulernen. Kommt bitte her und schaut, und lass uns miteinander reden. Von Angesicht zu Angesicht. Danke. Dankeschön, Andreas. Und ich würde Kiwi bitten doch das auszumachen, oder beziehungsweise Push and Talk. Und auch Florian, da irgendwie die Push-and-Talk-Funktion reinzumachen, weil das stört dann halt immer noch ein bisschen. So, jetzt hat der Deep Sense einen Einwurf. Das richtig genau. Sehe. Jo. Die Idee wäre einfach eine Gruppe aufzumachen, beziehungsweise parallel für die es nicht haben, E-Mail-Liste oder Twitter-Account, wo man dann einfach gesammelt die Vernetzungsgeschichten auflisten kann und auch relativ spontan. Wenn man sagt, morgen haben wir da und dort einen Platz und einen Ort und so weiter, kommt einfach, dass man dann gesammelt die Sachen zusammenträgt und sich informieren kann. Gut, dann nehme ich mal meinen Einwand hier nochmal zur Kenntnis. Ich finde das ganz gut. Natürlich, die Zeit drängt, ne? Wir haben hier keine Zeit zu verschenken. Und umso mehr Zeit wir verschenken, umso mehr wird sich da draußen bewegen. Wir sind eine Bewegung, wir wollen was bewegen, das hat ja der Name schon, Bewegung. Von daher sollten wir gucken, dass wir es dann schon zeitnah hinkriegen. Aber was natürlich immer der Vorteil ist, wenn wir natürlich ein Vernetzungstreffen planen, und wir sagen jetzt Mensch, Januar, dann planen wir das über mehrere Monate und dann steht natürlich die Chance, dass es dann was sehr Gutes wert, ja, also dass da viele von mitbekommen und dass da viele kommen werden und dass das vernünftig strukturiert aussieht und organisiert auch und dass wir uns Gedanken machen über die Kinderbetreuung und sonstige Dinge. Jetzt waren wir gerade beim Thema gewesen, halt um die Termin- und Zeitfindung. Das würde ich gerne jetzt abschließen, also ich würde es jetzt langsam zum Ende bringen. Wir haben ja noch einiges andere auf der Tagesordnung. Occupy Bonn hatte noch ein X-Gesetz gehabt. Wir haben jetzt da halt diese beiden Möglichkeiten mit Doodle, wobei Bonn noch halt... Kuli, lässt du mich zu Ende sprechen? Dankeschön. Von Ralf und von Doodle... da diese beiden Möglichkeiten, die wir noch ausschöpfen können, um eine Terminfindung zu machen, ja, um dass wir überhaupt einen Ort und eine Zeit finden, um uns zu treffen. Und das wir das brauchen, ist ja, glaube ich, nicht, sag ich mal, das brauchen wir ja nicht thematisieren. Ja, wir müssen uns treffen, wir müssen uns kennen. Florian, auch bitte dich ein X setzen, wenn du halt sprechen willst. Ansonsten würde ich jetzt Occupy Bonn das Wort geben. Ja, danke. Zu Andreas, ich verstehe die Ungeduld völlig. Ich finde es gut, dass da auch jetzt viel Dampf auf dem Kessel ist bei dir und Tatendrang und so weiter. Aber viele von uns sind auch schon eine ganze Weile dran, haben auch Beruf, andere Dinge, die uns schwer im Schlag nehmen teilweise. Und da lässt sich einfach nicht realistisch es organisieren, dass man sich einmal die Woche oder jedes Wochenende oder so trifft oder sowas. Das sind Dinge, das ist einfach nicht machbar. Und Sebasti, Bewegung, glaube ich, heißt deswegen Bewegung, weil man sich dann bewegt und nicht zu Hause auf dem Arsch sitzt. Okay, sonst. Jo, sehe ich genauso, kann ich auch so 1a unterschreiben. Von daher, wenn jetzt keiner mehr was dagegen hat,
Würde ich diese Termin- und Ortsfindung jetzt erstmal vertagen, und Ralf hat es auch gesagt, wenn wir keinen Konsens finden, dann finden wir den halt nicht, ist auch nicht so schlimm, wir stimmen darüber ab, wir werden darüber, ich würde es gerne mit auf die in die Zukunft geben, macht euch Gedanken darüber, was könnte der Termin sein, was könnte der Ort sein, was ist am besten darüber, und würde dann jetzt zum nächsten Thema hin gegenübergehen und einen Ort oder einen Termin finden für diese Online-Konferenz. Wobei ich einen Vorschlag machen würde, dass wir das dann nächsten Montag wieder machen hier. Ja, dass wir uns nächsten Montag, dass wir uns mindestens wöchentlich hier treffen. Das ist doch schon mal dann ein großer Fortschritt. Das heißt, wir treffen uns wöchentlich hier montags, besprechen dann diese Sachen, und innerhalb der Woche können wir uns dann noch anregen und begeistern und inspirieren und können diese Ideen dann hier montags mit einfließen lassen. Also wäre mein Vorschlag, nächsten Montag, gleiche Uhrzeit, gleiche, also nicht gleiches Datum, wäre ja Blödsinn, also keine Ahnung, wer das ist, was das für ein Datum ist, nächsten Montag uns wieder hier zu treffen, um diese, ja, sag ich mal, Vernetzungstreffen weiter, ja, in Gang zu bringen. Gut. Ist da jemand gegen? Der möchte bitte jetzt sein Minus dort sonst in den Chat schreiben. Moment, ich checke gerade, wann der Global Roundtable auf Mumble nochmal ist. Ich hoffe, das korrigiert mich. Okay, ich sehe, wir haben 2 Minus, 3 Minus, 4 Minus. Dann bitte ich um Alternativvorschläge. Montag ist Skype-Tag. Ich bin für Mittwoch, wenn überhaupt. Halt irgendwas freitags, ja, man kann ja auch Ende der Woche und dann für die nächste Woche Hausaufgaben verteilen, irgendwie so. Hausaufgaben? Ja, ich finde das schön, also ich kenne das so von, sag ich mal, jetzt so von meiner Erfahrungswerte von anderen Aktionen, wo wir Demos vorbereitet haben oder Aktionen, war immer schön, wenn man, also jetzt Hausaufgaben in dem Sinne, dass man sagt, guck, diese Aufgaben stehen an. Und das muss bis dahin getan werden. Wer fühlt sich, wer möchte den Hut für die und die Aufgabe? Und dann hat derjenige halt eine Woche lang sich um diese Aufgabe kümmert. Wenn es so viele Schultern verteilt ist, dann wird es auch eine spaßige Sache. Finde ich sehr gut. Und die Aufgabe ist ja, einen Termin und einen Ort zu finden für ein eventuelles Vernetzungstreffen. So, und das ist, glaube ich, mal eine gute Hausaufgabe. Die nehme ich sehr gerne an. Ich lese mir das auch alles nochmal durch und ich hoffe, dass wir ein gutes Protokoll hinkriegen. Aber ich sehe es nach wie vor als wichtig an, dass wir uns, die hier übrig geblieben sind, von der Occupy-Gemeinschaft, Bewegung, whatever, dass wir uns treffen und dieser Bewegung eine Qualität geben. Und das mit allen zusammen, ja. Das kann nicht nur von einem Einzelnen auskommen. Das müssen schon alle da irgendwie auch schon mitmachen. Also wir brauchen da schon ein bisschen Beteiligung. Und was hier diese, meine Kieler Leute betrifft, die sind da sicherlich super begeistert von. Und die warten eigentlich nur auf so ein Signal. Da sind einige sogar vergrätzt, dass das noch nicht schon längst hätte stattgefunden. Also, wenn wir das hier hinkriegen, wäre das eine super Sache. Und Paulette. So. Genau. Aber immer so, wie das einfach der Fluss auch ist. Es ist das erste Mal, dass jetzt hier dieses Treffen ist. Und ich bin strikt dagegen, überhaupt irgendwelche Sachen übers Knie zu brechen. Immer wirklich Step by Step und nicht drei Schritte überspringen. Das ist einfach in jedem sozialen Zusammenhang schon zwischen zwei Menschen eine komplette Unmöglichkeit. Das fällt einem nämlich auf die Füße. Sprich, das ganze Trainierte mit Tabuisieren und so fällt einem auch auf die Füße. Wenn Sachen anstehen zu besprechen, bevor man überhaupt sich treffen kann, dann müssen die Sachen erst besprochen werden. Und wenn da auch andere sind, die ungeduldig sind und jetzt schon einen Ort haben möchten, alles nachvollziehbar, aber immer schön der Reihe nach. Beim ersten Online-Treffen hier zu besprechen schon Zeit und Ort und schon Details mit Kinderbetreuung und so, das ist ja Quatsch. Hier auch wird auch nicht das Rad neu erfunden. Nee. Immer schön einen Schritt nach dem anderen. Es wird um Inhalte gehen auch, es wird um die Kommunikationsform gehen, es wird um die Misstrauenssachen gehen und es wird natürlich um diese Spaltungssachen gehen. Selbstverständlich. Anders, tralala. Ich meine, alles andere ist genau systemimmanent, systemkonform und super spießig, wie es seit Jahrzehnten geht in Einspießerfamilien. Da wird schön der Sonntag geplant, da wird schön der Ausflug geplant, wird Treffen
treffen uns und wir treffen uns und vorher gucken wir uns aber nicht an. Völliger Quatsch, so wird das Pferd nicht aufgeräumt. So geht's nicht. Ob überhaupt ein Vernetzungstreffen dann wirklich stattfindet, das wird man ja sehen. Ja, noch wird es erst geplant. Also mal Butter bei den Fische lassen, auch mal ein bisschen auf die Erde kommen, wie die Entwicklung läuft. Das ist eine Entwicklung. Und nicht nur irgendwie, jetzt machen wir. So, das wollte ich mal dazu sagen. Sprich, auch mit den Hausaufgaben, sozusagen, also mit den Aufgaben, die verteilen, so würde ich das eher nennen, was du eben sagtest, das finde ich gut, aber das kommt auch meiner Meinung nach erst in der Phase, wenn es so klar ist, dass eben wirklich solche Aufgabenverteilungen auch anstehen. Ich glaube, die liegen heute noch nicht an. Also wir haben jetzt im Blick, dass wir stattfinden und einen Zeitpunkt und so, und das bewegen wir jetzt alle mal, indem wir drüber schlafen, und nächstes Mal kann das ja vielleicht verabschiedet werden. So geht's meiner Meinung nach voran. Und nicht, das macht jemand dann in der Zwischenzeit, ist ja auch Quatsch, sondern es wird ja hier entschieden zusammen. So, das war mein Einsatz dazu. Jo, dann ein Einwurf von Dissens sehe ich hier. Deep Sense, Entschuldigung. Ein Tipp vielleicht, dass wir bei so einem Treffen so ein bisschen den Spirit von den anderen Städten mit reinbringen. Eben. Und weil die Stimmung in Berlin ist ein bisschen vergiftet, das kann man vielleicht bei der Planung auch ein bisschen berücksichtigen, dass man die anderen auch ein bisschen, dass die anderen nicht darunter leiden, sondern dass von außen vielleicht auch ein bisschen Geist mit reingetragen wird und dass beim realen Treffen besinnen sich die meisten erfahrungsgemäß, und wer es dann halt nicht packt, der muss sich dann halt mal 5 Minuten irgendwie ja meditieren oder was auch immer. Okay, Thomas, du hast einen Einwurf und auch X gesetzt. Ja, also wir haben jetzt da Doodle, da kann man dann die Optionen hinzufügen. Und dann kriegen wir schon mal so ein grobes Bild, wer wann überhaupt wohin reisen kann. Und danach kann ja alles weitere folgen. Also ich verstehe das Problem nicht. Dann von Florian ein X und mit der Frage, die er schriftlich stellt, halt was die nächsten Themen wären. Die nächsten Themen wären jetzt halt ja die nächste Online-Konferenz, was wir wieder versuchen sollten, einen Termin zu finden. Da war der Vorschlag von mir halt der Montag gewesen. Gab es noch Einwände zu, müssen wir gleich besprechen. Dann würde es weitergehen, ja, dann steht hier noch Themen sammeln für ein Face-to-Face-Treffen, Vernetzungstreffen. Ich glaube, das haben wir auch schon teilweise besprochen, können wir aber auch nochmal drauf eingehen. Und dann kommt es zum, da steht die Besprechung der Vernetzung auf Facebook. Dann geht es um die Seitengruppen, Admins, Machtmissbrauch, Regeln, Streitigkeiten, Zensur, demokratische Wahl von Admins, Diskussion über ein Verhaltenskodex auf Demos und Camps. Das wäre jetzt so die weitere Abfolge. Jetzt gucke ich nochmal hier rein. Das war Florians Ex gewesen. Dann hat Thomas, war schon dran. Dissens auch. Dann wäre jetzt der Ralf dran. Ralf, bitte. Ja, ich wollte mal sagen, dass schon keine Einigkeit herrscht über einen Abstimmungsmodus und dass von daher schon kein Konsens da ist. So, ich höre immer die Leute von Konsens sprechen. Konsens oder auch wenn Dissens besteht, muss man das zur Kenntnis nehmen. Und ja, also ich würde mich eben auch nochmal für eine Diskussion über den Abstimmungsmodus im Vorfeld dann stark machen, dass da keine Komplikationen auftreten oder da Leute abspringen oder so. Jo, dankeschön, Ralf. Dann wäre der nächste PA und die Frage von Kiwi, ich bin nicht voll. Nein, noch nicht, aber wenn das hier so weitergeht, muss ich wohl trinken. Lol. Ja, ich habe eigentlich nur folgende Idee nochmal entwickelt. Wenn irgendjemand ja für einen bestimmten Ort eine gute Idee hat, in dem ein Vernetzungstreffen stattfinden kann, dann möge er das bitte entwickeln, dieses Projekt, aber nur, wenn er Lust dazu hat. Möge sich einfach mal darüber Gedanken machen, warum sein Ort am besten für ein Vernetzungstreffen geeignet ist. Und wenn wir dann vielleicht mehrere Vorschläge haben und dann könnte ich mir vorstellen, dass da unter Umständen noch was ganz anderes bei rauskommen kann. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, hey, ich möchte zum Beispiel jetzt mal nur als Beispiel Würzburg vorschlagen. Da kann ich mir zum Beispiel überlegen, warum ist Würzburg gut von Vernetzungstreffen, was gibt's da für Möglichkeiten vor Ort und so weiter. Das ist halt für Leute, die vielleicht mal ein bisschen Vorschläge machen wollen, kann jeder sich einen Ort ausdenken.
den er für sinnvoll hält und den einfach mal bewerben. Aber das soll kein Zwang sein. Aber ich finde sowas gut, ne, um den Leuten einfach auch mal gewisse Entscheidungsmöglichkeiten anzubieten. Okay, das war's jetzt. Dankeschön, PA. Jetzt habe ich den Andreas übersehen vorhin mit einem Einwurf. Und danach würde Würzburg kommen. Ich glaube, wir sind inzwischen schon wieder bei einem anderen Thema. Okay, dann Würzburg nochmal. Ja, das Problem mit den Orten ist halt insofern schwierig, wenn man da irgendwie jetzt mehrere aufstellt und dann irgendwie Mehrheitsentscheide macht, ist das vielleicht einer von 20 oder zwei von 30 oder auf jeden Fall eine verschwindende Minderheit vielleicht die entscheidenden Argumente hat, die tragend sind, aber nicht gehört werden, weil sie in der Minderheit sind, aufgrund von anderen Punkten, die für einen Ort sprechen bei der Mehrheit. Also ich habe ein großes Problem mit Mehrheitsentscheiden diesbezüglich. Vorhin ist was gesagt worden über die schlechte Stimmung in Berlin. Das wird mir auch immer deutlicher bewusst und möchte ja einfach mal in den Raum stellen, ob es dann nicht vielleicht erstmal gerade für die Berliner wichtig sein sollte, die Sachen intern zu klären und sich dann wieder groß an der Vernetzung beteiligen zu können, weil im Moment sind da ja nur Vorbehalte, Zweifel und Misstrauen da. Und sich dann auf der Basis zu versuchen, deutschlandweit zu vernetzen, kann ziemlich schwierig sein. Also stelle ich mir schwierig vor. Also ihr solltet da irgendeine Gesprächsbasis hinkriegen und dann können wir weiterschauen. Ne? Also ich meine, ich bin hier halt, ich sitze ein bisschen da und höre mir das an, kann nichts dazu sagen, was jetzt auch der Grund ist, dass ich mich jetzt dann langsam abmelde. Also hier jetzt auch schon mal mein Tschüss an alle. Ich hoffe, wir kommen bei der nächsten Konferenz ein bisschen mehr zu einem Ergebnis. Ja, bitte weiter. Wann ist denn jetzt die nächste Konferenz?